Ich lerne den Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Meine Aufgaben umfasst alles Mögliche von Webseitenprogrammierung mit JavaScript, PHP, HTML, natürlich zum Design. Und jetzt in letzter Zeit dann Unity Engine mit C-Sharp im Hintergrund, wo dann letztendlich wirklich Spiele entwickelt werden. Ich und mein anderer Azubi-Kollege programmieren eine Virtual Reality App. Das ist ziemlich cool und macht extrem viel Spaß. Ich bin eigentlich auf weiten Umwegen in dieses Berufsfeld eingestiegen. Ich hatte eine Berufsausbildung zum Gestaltungsassistenten gemacht und das war nicht ganz so mein Berufsfeld, in dem ich arbeiten wollte, und habe mich dann doch für ein Studium entschieden, und die Vertiefungsrichtung davon war dann Medieninformatik. Wir als Backend-Entwickler kommunizieren die meiste Zeit mit den Frontendern, wenn es darum geht, verschiedene Features umzusetzen, damit wir genau wissen, wie dann die Kommunikation zwischen dem Spiel, was man sieht, und dem, was man nicht sieht, dem Server, reibungslos funktioniert. Ich bin mittlerweile 6 Jahre hier und seit 2 Jahren als Creative Director. OPIAS nimmt Familienpolitik extrem ernst. Also es ist nicht nur einfach so irgendwas, was jetzt so schön auf der Website steht, sondern es ist eben auch so, dass ich während meiner ersten Schwangerschaft auch befördert wurde, also sozusagen meine Führungsrolle dann auch trotz Schwangerschaft bekommen habe. Wir haben extrem flexible Arbeitszeiten. Innerhalb unserer Kernarbeitszeit von 11 bis 1 müssen wir da sein. Ansonsten können wir frei einteilen, wann wir kommen wollen, wie wir das handhaben wollen, was natürlich unglaublich angenehm ist. Das selbstständige Lernen hat eindeutig mehr Gewicht. Also am Anfang, so gerade auch, wo ich noch das Praktikum hier hatte, war es ein bisschen kompliziert. Weil ich habe ja von null angefangen, hatte vorher noch nie programmiert. Es hat sich dann aber gegeben inzwischen. Ich kann immer jemanden fragen, wenn es irgendwas gibt, habe ja verschiedene Ansprechpartner. Es ist auch ein sehr angenehmes Arbeitsklima deswegen, also man kann auf jeden eigentlich zugehen. Also ich könnte es mir gar nicht besser vorstellen. Das Arbeitsklima ist richtig genial, auch dass man in der Freizeit mal was miteinander unternimmt. Es gibt immer wieder Treffen, so ein paar Events, wo viele Mitarbeiter da sind, wo man auch als Azubi gerne gesehen ist. Man versteht sich unter den Kollegen eigentlich sehr gut. Ja, es ist immer eine lockere Stimmung, lachen kann man auch viel miteinander. Man kann auch seine Meinung sagen, auf taube Ohren stößt man hier auf keinen Fall. Die Geschäftsführung ist super offen für Verbesserungsvorschläge wie mobile Massagen, Rückentraining, Friendly Breakfast, Montagsfrühstück. Das waren alles Vorschläge, die von den Mitarbeitern kamen und die dann auch genauso umgesetzt wurden.